So, jetzt kommen wir zum nächsten Programmpunkt. Auch was ganz Spezielles, wo ich mich sehr freue. Ich habe den Andreas Korte kennengelernt, als ich selber einfach gespürt habe, ich soll zu seinem, komm gleich vor, genau, sein Kongress besuchen, den Weltkongress der Blütenessenz, der Essenzen, Blütenessenzen in Lissabon. Vor 2 Jahren haben wir uns kennengelernt. Dann dachte ich, ich habe ja auch eine Flasche, da gehe ich jetzt auch mal dahin. Hatte zwar nichts mit Blüten zu tun, meine Essenz, aber so haben wir uns kennengelernt. Und freue mich sehr, dass er heute da ist, und er wird ganz viel über Essenzen, die er selber herstellt, über die langen Jahre erzählen und ausholen, auch über seine wunderbaren Delfin-Essenzen. Also es ist ganz was Spezielles und freue mich sehr, dass du heute da bist. Herzlichen Dank, Bärbel. Ja, viel Freude mit dem Andreas. Danke. Dankeschön. So, herzlich willkommen. Ja, angefangen hat das Ganze vor vielen, vielen Jahren. Also eigentlich war ich im Babyalter. Ich weiß noch, dass ich damals an der Aach entlang gefahren wurde, da in dem Kinderwagen, und schon mit den Bäumen kommuniziert hatte. Und dann irgendwann später spürte ich möchte irgendwas tun mit Pflanzen. Wusste aber nicht genau was. Hatte dann erst dieses agrarwissenschaftliche Gymnasium besucht und bin danach habe ich dann erst eine Gärtnerlehre noch gemacht, und habe ich gesagt, nee, das ist nicht das. Und hatte dann in der Schweiz eine österreichische Frau kennengelernt, die mir zum ersten Mal von diesen Bachblüten erzählt hatte. Und das war dann das erste Mal, dass ich eigentlich dieses gleichen Empfinden teilen konnte, eben wie man die Pflanzen begegnet. Das war dann kurze Zeit darauf, zwei Bäume am Blühen. Das war die Eiche und die Rotbuche. Dann sagten sie, worauf wartest du noch? Aber ich weiß nicht wie. Und dann haben die mir erklärt, wie ich das machen soll, und habe einfach angefangen, intuitiv so ein paar Tropfen Essenzen herzustellen. Was mich aber irgendwie gestört hatte, es ist an dem System nach Dr. Bach, man müsste die Pflanzen abrupfen, also die Blüten doch in eine Wasserschale einlegen, abtrennen, und hatte dann irgendwo das Gefühl, das ist nicht so mein Ding. Eine Pflanze, das wissen wir heute auch, ist wissenschaftlich bewiesen, empfindet eben auch Schmerz. Und dann hatte ich eine Möglichkeit gehabt, Zivildienst zu machen, war ich in Frankreich, habe dort in Paris gearbeitet, in einem Zentrum, wurde da mit sehr vielen Krankheiten und Sachen konfrontiert. Und während der Zeit hatte ich eine andere Frau kennengelernt, die mir dann erzählte, warum benutzt du nicht eine Kristallgiode? Und dann habe ich das mal probiert und habe eine Kristallgiode genommen. Viele Jahre später kam ich dann nach Afrika und hatte einen Heiler dort kennengelernt, Credo Mutwa. Inzwischen waren wir schon so weit, dass wir mit der holistischen Lichtbehandlungsmethode gearbeitet hatten. Wir hatten im Jahr 2001, hatten wir dann mit der AIDS-Hilfe in Freiburg im Breisgau zusammengearbeitet, hatten da so Testreihen durchgeführt, und allen Leuten ging es viel besser, die sich nur ins Licht eingestellt hatten mit der Essenzeninformation. Und dachte ich, das müssen wir jetzt sofort nach Afrika bringen, da ist es am schlimmsten. Und dann war dieser Credo Mutwa da, und dann hat er gesagt, er möchte mich unbedingt kennenlernen. Und dann sind wir dort runtergeflogen, habe ich mich mit ihm unterhalten. Dann geht er nach hinten, holt so eine kleine Geode raus und sagt zu mir, so arbeiten Sie. Ja. Dann sagt er zu mir, wissen Sie, das machen wir in Afrika schon seit Jahrtausenden. Sage ich, das wundert mich nicht. Er hat gesagt, wissen Sie, das ist auch für die Schamanen bei uns, das sind nur ganz wenige, die mit dieser Methode arbeiten dürfen, weil er sagte, das ist das, wie man Holy Medicine herstellt. So heilige Medizin nannte er das. Weil es das Leben vollkommen respektiert. Verstehen Sie, da geht nichts kaputt. Mit dem gleichen Verfahren kann ich dann auch mit Tieren arbeiten. Das war dann an der Universität von La Laguna, hatte ich dann Ausbildung gemacht über die Arbeit mit Essenzen an der Fakultät für Pharmazie. Und dann kam auch eine Dame auf mich zu und sagte zu mir, sie hätte eine Botschaft. Dann sagte ich, hallo, ich habe ja gar nichts gefragt, was ist das? Und dann gab sie mir diesen Zettel, und da drauf stand, ich soll mich darauf vorbereiten, irgendetwas Besonderes käme auf mich zu, sollte ich da tun und so weiter. Und das sei so etwas wie ein permanentes inneres Glücksgefühl, eine ewige innere Jugend. Und sind dann wieder zurück zum Amazonas, habe dort weitergearbeitet mit den Orchideen. Und dann bekam ich kurz in der Nacht die Information mit dem nächsten Vollmond.
Und am nächsten Vollmond waren wir dann aber nicht mehr direkt am Amazonasfluss, sondern wir waren an der Nordküste Kolumbiens und sind zufälligerweise an dem Tag mit einem Bootschiff rausgefahren, um ein paar Inseln zu besuchen, die der Küste vorgelagert sind. Und siehe da, um eine Insel herum waren alles voll mit Delfine. Da hatte ich mir sofort meine Badehose angezogen, bin ins Wasser gesprungen, kam der erste Delfin gleich auf mich zugeschossen und stoppte genau 20 Zentimeter vor meinem Solarplexus. Und sage ich, hallo, ich respektiere dich, aber bitte respektiere du mich auch. Und dann habe ich geschaut und denke, was ist denn jetzt los, die ganze Energie, da passiert ja so viel. Und dann sah ich den Vollmond und dann wusste ich, okay, es hat mit Delfinen zu tun. Dann haben wir uns arrangiert, dass wir auf der Insel bleiben konnten und bin am Abend einfach raus auf den Steg und dann kamen die Delfine von allen Seiten, wie so ein Sternmarsch. Und es war dann ganz anders, wie mit Pflanzen arbeiten. Ein Delfin bewegt sich, ne? Taucht ab, taucht auf und so weiter. Aber es war immer einer, er kam direkt, machte die Arbeit, dann ist er abgetaucht, kam ein anderer, hat seinen Platz eingenommen und die ganze Zeit ging das so. Und das war die erste Tieressenz. Ich war total begeistert. Ich denke, was ist denn jetzt passiert? Dann hatte ich so eine Ehrfurcht vor dieser Essenz und habe gesagt, erstmal ganz vorsichtig, testen, testen, testen. Und eine Freundin von mir aus der Schweiz, die ist dann zurückgeflogen nach Hause und dann habe ich ein bisschen von der Essenz abgefüllt. Dann habe ich einfach nur eine Cognacflasche gehabt. Da habe ich halt so eine Cognacflasche abgefüllt und dann hat sie es zu Hause hingestellt. Ihre Mutter ist Blütentherapeutin. Jetzt wusste sie nicht, was da drin ist. Jetzt hat sie sich dieser vermeintlichen Alkohol da reingeschüttet, wenn sie ihre Verdünnung gemacht hat. Und dann haben sie plötzlich festgestellt, dem Patienten geht es so wunderbar gut. Was ist nur passiert? Die Blüten funktionieren so gut. Bis sie draufgekommen sind, dass es die Delfinessenz war. Und so funktioniert das. Es geht immer so eins nach dem anderen. Für mich, Delfine ist der Schlüssel. Delfine öffnen dein Bewusstsein hin auch zu einem anderen Bewusstsein, zu einer anderen Dimension. Und das ist auch der Schlüssel eigentlich dann der ganzen Arbeit, die danach stattgefunden hat. Über die Delfine und Walkontakte sind wir dann weitergeführt worden. Dann war die nächste Information, ich soll nach Tschernobyl gehen. Denke ich, hallo Tschernobyl. Ja, ich erinnere mich, vor Jahren, da wohnte ich noch bei meiner Mutter. Da hatte ich einen fürchterlichen Albtraum gehabt und ich sah Leute in der Stadt von Konstanz, die schauten zum Himmel hoch und sie hatten Angst vor Radioaktivität, die irgendwie von der Atmosphäre runterkam. Bin schweißgebadet aufgewacht. 2 Tage später hatten wir die Information von dem Reaktorunglück in Tschernobyl, damals noch die russische Schreibweise mit T-S-C-H. Inzwischen ist es ukrainisch C-H. So. Und ich habe einfach nur gespürt, dass etwas Fürchterliches da passiert ist. Eine Verletzung in der Matrix der Erde. Die Delfine wussten das schon. Und dann hatten die mich extra darauf aufmerksam gemacht, wir sollen da hingehen, dort arbeiten. Und das will ich Ihnen kurz zeigen. Und dann kam eine zweite Information. Das war 1995. Ich soll mich in Verbindung setzen mit Dr. Snow. Das ist ein Freund aus der Zeit von Paris. Und das, was er recherchiert, erforscht, sollte ich in Form von Essenzen speichern. Dann rief ich ihn an, ich hatte jahrelang nichts von ihm gehört, was forschte? Dann sagt er, Kornkreise, okay, ich habe irgendwas mit dem Thema zu tun, kann ich euch begleiten. Und seit 96, 97, 98, 99, 2000 arbeiten wir auch mit dem Speichern der Information der Kornkreise. Und das sind ganz, ganz wichtige Heilinformationen. Das war dann diese Botschaft, dann kam es weiter. 99 kam die Information wieder von den Walen und von den Delfinen, ich soll nach Japan gehen. Ja, fantastisch, ich kenne keinen Japaner. Wie soll ich das machen? Und dann hatten wir zufälligerweise einen Kongress in Findhorn. Da waren dann auch ein paar Japaner da gewesen. Dann hatte ich das denen erzählt, ich hatte zufällig noch den Vortrag über Delfine. Und dann sagten die, okay, komm zu uns. Bin ich nach Tokio geflogen und zufälligerweise, ein paar Wochen vorher, ist der Reaktor damals schon leckgelaufen von Tokaimura, mögen Sie sich erinnern, Dezember 99. So, und jetzt war es ja kein Zufall, jetzt waren wir da, jetzt konnten wir arbeiten.
Jetzt hatten wir Geigerzähler. Da habe ich einfach das Gleiche wiederholt wie damals in Tschernobyl. Und siehe da, man hat gesehen, wie die Strahlung im Sand zurückgeht. Dann hatten wir zufälligerweise wieder eine Frau, sie ist Ärztin, aus der Nachbarort von Tokaimura in der Gruppe in Tokio. Und die Frau, jetzt hatte ich die Geigerzähler noch, wir haben sie gemessen, einfach die Geigerzähler aufgelegt, hatte eine höchste Verstrahlung abgekriegt. Dann habe ich den Leuten einfach nur gezeigt, wie man mit diesen beiden Essenzen arbeitet. Mit T1 und Delfinessenz. T1-Essenz, zieht man sich die Schuhe aus, kommt zwischen die Beine, geklemmt. Die Delfinessenz nimmt man dann von oben und arbeitet dann durch den Energiekörper durch, bis man unten ist. Und danach nimmt man die Essenz der T1, die nimmt auf. Sie absorbiert die Strahlung und das muss man dann reinigen. Dann geht man zu einem offenen Fenster, reinigt die Flasche, gibt es wieder weg oder man tut es unter fließend Wasser reinigen. So, und dann haben die Japaner gesehen, wie das funktioniert. Die Frau hatte eine Strahlung von 600 und dann ist das abgesunken auf 001. Und das innerhalb von 10 Minuten. Die haben solche Augen gemacht. Aber die haben das alle gesehen. Und seitdem arbeiteten wir jedes Jahr in Tokio. Und jetzt war es ja nun kein Zufall. Ein Jahr vorher musste ich wieder nach Tschernobyl. Die Essenz ging uns aus. Also musste ich wieder dorthin. Also wieder mit den Essenzen gearbeitet und diesmal direkt, aber auch um den Reaktorblock ganz massiv aktiviert. Ich werde Ihnen die Bilder zeigen. Und danach hatte ich den Leuten, die uns begleitet haben, gezeigt, wie man sich auch reinigen kann. Und wir haben die ersten Messungen gemacht an den Leuten, wo man sieht, wie die Strahlung runtergeht. Nur das Problem ist, zum Beispiel in Kiew ist die Strahlung so hoch, sie kommen nie auf Null runter, weil der Boden hat schon eine Strahlung von 53. Da kommen sie einfach nicht drunter, weil man steht schon auf radioaktivem Boden. Und dann sind wir alle geschockt worden von dem 11. März 2011. Ein fürchterliches Erdbeben, gefolgt von einem zerstörerischen Tsunami. Und dann noch das Reaktorunglück dazu. Und das ist ein doppeltes Tschernobyl. Es ist viel schlimmer, als uns dargestellt wird. Die Stadt Fukushima hat die Größe von Zürich, ist nicht evakuiert. Und dort sind Strahlenwerte, Sie können sich das nicht vorstellen. Das ist ganz schlimm. Sie werden Bilder nachher sehen. Und dann haben wir den Leuten gezeigt, was können wir machen. Also zuerst wurde dann direkt mit den Essenzen gearbeitet, direkt nach dem Reaktor. Alle wollten weg von Japan, ich wollte hin. Ich wollte sicher sein, dass die genügend Essenzen haben. Und dann rief der mich aber an und sagt, ich fahre nicht, es ist ein absolutes Chaos, komm jetzt nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schick mir halt die Essenzen. Er hat gesagt, die Post funktioniert. Und dann wurde dann innerhalb von ein paar Monaten 3000 Essenzen wurden verteilt an die Evakuierungszentren, an die Rettungskräfte, an die Orte, wo die Leute waren. Dann haben erste Leute schon angefangen, auch das in Wasser zu tun, in die Flüsse zu geben. Und Sie werden es nachher sehen, man sieht die Strahlenwerte, wie sie absinken. Dann haben wir ein Jahr später, also es war noch im 2012, im Dezember, konnten wir dann selber wieder dorthin fliegen, haben dann dort erstmal ein paar Tage gearbeitet, in Fukushima dann selber. Und während der Zeit ein neues System entwickelt, wie man auch speziell mit der holistischen Lichtbehandlungsmethode den Leuten helfen kann. Und das will ich Ihnen alles zeigen. Aber machen wir Schritt für Schritt, wir haben eh nicht viel Zeit. Dr. Bach, auf dessen Forschung all diese Arbeit beruht, die Erde 1978, die Erde 2012. Und jetzt sehen Sie auch, warum wir ganz massiv arbeiten müssen. Schauen Sie sich den Vergleich an, wie das noch schön grün war und wie heute die Erde ausschaut.
Da ist absolut jetzt wirklich geboten für die nächsten Generationen Bäume pflanzen, Bäume pflanzen, Bäume pflanzen. Was sind Essenzen? Essenzen sind Lichtinformationen. Dieses kosmische Licht kommt zu uns auf die Erde. Die Sonne ist natürlich ganz wichtig. Und wir haben auch technische Apparate, um diese Strahlung wahrnehmen zu können. Und die Natur macht das schon lange. Eine Blume. Goethe hat uns erklärt, dass wir Farben wahrnehmen, weil einfach ein gewisses Spektrum des Lichtes wird reflektiert. Seit Newton wissen wir, dass das weiße Licht sämtliche Regenbogenfarben beinhaltet. Dr. Bach hat festgestellt, dass die Tautropfen, die sich auf den Blüten befinden, sich mit der spezifischen Information aufladen. Dadurch hat er auch festgestellt, dass die Blüten, die im Schatten stehen, so gut wie keine Information haben. Also es ist Lichtinformation. Durch meine eigene Arbeit seit nunmehr 1984 kann ich bestätigen, es ist nur Lichtinformation, was da wirkt bei den Essenzen. Dann haben wir angefangen zu überlegen, wie kann man das bekannt machen. Zuerst ist mal ganz wichtig zu verstehen, diese Kornkreise, die haben so eine starke Wirkung. Ich werde Ihnen nachher mal einen kurzen Film zeigen, wie einer entsteht. Es ist faszinierend. Die gehen ins Unterbewusstsein. Wir arbeiten jetzt.